Wir kommen zurück und wir sind live dabei. Bei einer Partie gegen das schwarze K, gegen Black K. Eine Runde hat er schon gegen mich gewonnen. Die Partie zeige ich im Anschluss, wie man nicht spielen sollte. Da hatte ich den Aufnahmemodus noch nicht gestartet. Ich musste mir erst im Klaren werden, ob ich überhaupt noch Lust habe, zu reden. Und ja, jetzt habe ich Lust. Weil die erste Partie hat Spaß gemacht. War zwar sehr kurz, mal wieder. Aber jetzt packt mich doch die Revanche-Wut. Und mal schauen. Diesmal, ich weiß, diesmal könnte einiges besser laufen. Gut, dieser Zug ist ja... Den habe ich schon ein paar Mal gesehen von Schwarz, der einfach nur Läufer auf B4 und dann wieder zurücksetzen, wenn mein Läufer kommt. Das ist einfach nur die Tatsache, dass mein Läufer da jetzt sowieso nochmal gezogen werden muss wahrscheinlich. Und er da doch etwas störend ist. Besser wäre, glaube ich, hier gewesen. Damit C2 und im nächsten Zug vielleicht E5. Pardon, E4 probieren. Ja, probieren wir es mal. Was könnte er jetzt machen? Aha, auf jeden Fall ist jetzt eine Diagonale vom Läufer zu. Gut, von meinem auch. Und er hat dieses schöne Springerfeld auf C5, womit er dann meinen Bauern nochmal angreifen kann. Aber, ja. Ich denke mal, in den nächsten Zügen werde ich versuchen, mit F4 weiter voranzuschreiten und diesen Zug einfach mal zu ignorieren von ihm. Also, mein Springer wandert jetzt im Notfall nach H3, falls er den mit dem Bauern angreift, und dann mit F4 greife ich an. Aber gut, das ist mir aufgefallen, wenn er hier den Bauern genommen hätte mit den Springer, wäre mein Springer leider weg gewesen und hätte einen Bauern gewonnen, weil ja hier hinter Läufer und Dame noch stehen. Ja, das wäre ärgerlich gewesen. Auf diesen Trick falle ich immer wieder rein. Das muss nicht sein. Gut. Jetzt steht auf jeden Fall mein Springer da, wo ich ihn haben will. Wird auf jeden Fall F4 nochmal unterstützen. Ja, da kann sein Springer gerne stehen. Ich greife ja sowieso am Damenflügel... am Königsflügel an. Und das schwarze K überlegt. Und ich habe schon wieder fast die Minute Zeitvorteil. Okay. Er macht vielleicht auch gleich F5. Ne, kann er noch nicht. Hängt einfach. Will ich jetzt einfach vorbeiziehen oder nicht? Ach, diese schwierige Entscheidung. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit zum Überlegen und um die Werbung wegzudrücken. Ich denke mal, wenn ich vorbeiziehe, kommt G6. Ich denke mal, das riskiere ich. Auch wenn ich noch nicht sehe, wie ich da weiter fortsetzen möchte, aber G4, G5, denke ich mal, ist ein aussichtsreicher Plan. Und auch hier überlegt er wieder zu lange. Also beim Blitz sollte man ja nicht zu lange überlegen, sonst ist der Gegner schneller. Natürlich, wie sollte es auch anders sein? Aha, er öffnet die Diagonalen. Und was, wenn ich jetzt einfach mal den hier setze? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, komm, den setzen wir jetzt einfach mal. Und Werbung natürlich im entscheidenden Moment. Also er kann ja natürlich nicht rausnehmen, hoffentlich. Weil Springer und Läufer decken ja von mir diesen vorgepreschten Bauern. Und jetzt habe ich hiermit eine wunderschönen Bauernpaar, das ihm doch hier einigen Druck machen könnte. So zum Beispiel F6 wäre jetzt vielleicht eine Idee. Ja, ja, F6. Dann kann er wenigstens selber nicht F6 spielen mit seinem eigenen Bauern. Und jetzt brauche ich noch irgendwie eine Möglichkeit,
auf H2, H7 Matt zu setzen. Was, wenn ich vielleicht die Dame mal opfer, so schachmäßig? Nein. Funktioniert nicht. Ist auf jeden Fall sehr eingeengt und das sollte ich nutzen. Wir beginnen mit dem Springer. Oh, und der hängt einfach. Das hat er wahrscheinlich nicht gesehen. Aber es war auch schwierig zu verteidigen, weil er kann ja kaum was setzen. Der Springer ist tot. Sein Läufer ist tot. Ich habe praktisch da hinten schon zwei Leichtfiguren mehr. Und ich hätte jetzt mir einfach Zeit nehmen können und mich hier einfach irgendwie entwickeln können. Und er hätte einfach nur zuschauen können. Und hat auch aufgegeben und ein Rückmatch. Ja, nochmal mit Schwarz. Ihr müsst mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich die verlorene Partie noch zeige, sonst hole ich das nach. So. Das letzte Mal habe ich den Drachen gespielt. Da wollte ich wieder was ausprobieren. Und ich habe kläglich versagt. Deswegen wird jetzt diesmal wieder Dame B6 gespielt. Weil er dann auch ein bisschen überrascht ist. Und ja. Er muss sich wieder auf die neue Situation einstellen. Und diesmal spiele ich B schlägt C6. Und nicht wie im letzten Video. Im letzten Video, glaube ich. Ich denke. D schlägt C6. Oha. Oha. Wie ging das? Ich glaube auch mit E5. Bauer auf E5. Kann das gut sein? Wir greifen auf jeden Fall wieder seinen Bauern an. Den könnte er vielleicht auch stehen lassen. Und im nächsten Zug den Turm dahinter holen, dann wird es auch gefährlich. Aber das lässt er wieder. Gut, dann baue ich mich halt normal auf, keine Spielereien. Aha. Diesen Zug kennen wir wahrscheinlich schon. Er bereitet einfach nur Läufer E3 vor. Und ich mache die Rochade. Ganz unspektakulär. Und ich denke mal, jetzt kommt der Läufer. Oder der andere Gegner hatte ja mal Läufer G5 probiert, aber diesmal nicht. Diesmal sehen wir was anderes. Und ich denke mal, das wird wieder eine lange Partie bis ins Endspiel hinein. Auf jeden Fall ist jetzt mein Plan D4. Geht das übrigens schon? 1, 2, 3 mal ist er drauf. Ich bin 1, 2, 3 mal drauf. Sollte sogar schon funktionieren. Jetzt nicht. Aber jetzt wieder. Also, ich nehme, er nimmt, ich nehme, er nimmt, ich nehme, er nimmt, ich nehme, ich nehme. Ja, und ich bleib übrig. Jetzt natürlich nicht. Das heißt, ich spiele nur den hier. Einfach nur, um das Feld D6 zu blockieren mit meinem eigenen Bauern und den Läufer hier hinten nochmal abzudecken. Ja, es hat so einige Bewandtnis. Und den kann ich ja immer noch machen, wenn ich irgendwann die Türme verdoppele und dann mal schauen, ob sich das denn ergibt. Ansonsten warte ich jetzt erstmal ab, was er macht. Guckt er mal. Naja gut, er tauscht freiwillig ab. Ich wollte jetzt auf H6 spielen. Hätte er sich die Zeit nehmen können für was anderes. Vielleicht mal gucken, ob F4 funktioniert, um da mal Druck zu machen. Weil er muss ja immer bedenken, er hat ja schon den Läufer hier auf dieser Diagonale. Und jetzt schielt er auch auf G7. Pardon, F7, aber will ich den vertreiben? Oh, ich weiß nicht, ich bin mir so unsicher. Na. Ich werde das erstmal großzügig ignorieren und A5 spielen, um Druck zu machen. Und, wie gesagt, mein Bauer ist ja noch ausreichend verteidigt. Vielleicht sollte ich den König denn mal aus
der Schussrichtung des Läufers bringen, um ja, vielleicht selbst mal F5 zu spielen. Oh, das wäre toll, das wäre ein Traum. Oh! Ja, hallo. Ja, da spielen wir jetzt mal den. Hier. Wo soll die Dame denn jetzt hin? Dort könnte sie hin, aber dann habe ich immer noch den Zug. Ich vertreibe sie so langsam. Bleibt ja noch entweder G6 oder H6, G3 oder H3, um die Bauern zu verteidigen. Und jetzt sollte ich vielleicht mal an diesen Zug denken, weil der Bauer hängt jetzt. Und ich sehe keine Möglichkeit, ihn zu verteidigen, außer dass er da reinklopft. Und das habe ich natürlich übersehen. Das ist ekelhaft. Weil ich kann ja nicht wieder nehmen, weil der Läufer... Ne? Genau. Der Läufer verhindert das Schlagen der Dame mit dem Bauern. Und, aha. Das wird jetzt noch kompliziert, die Stellung zu halten. Jetzt brauche ich einen guten Plan. Und einen guten Arzt, um meine Stellung zu flicken. Einen Plan. Ich riskiere mal alles. So. Damit habe ich so ziemlich alles riskiert. Wenn er nimmt, ist meine Stellung natürlich offen. Aber ich versuche natürlich auch eine Diagonale von diesem Läufer aufzukriegen. Mit aller Gewalt, um hier nochmal rauf zu gucken. Und wo zielt er hin mit dem Springer? Auf den Bauern und auf den Turm. Jetzt muss ich kurz überlegen. Okay, wir opfern noch einen Bauern. Ich hab's ja. Er nimmt. Jetzt sind wahrscheinlich sein Läufer oder sein Turm. Ne, sein Läufer. Und jetzt mal gucken. Ich versuche erstmal seine Dame zu vertreiben. Und diesmal kann ich den hier spielen, weil mein König ist ja nicht mehr auf dem weißen Feld. Und au. 4 Bauern Vorteile hat er jetzt. Den Damenabtausch habe ich natürlich wieder nicht ins Auge gefasst, wie auch immer. Hui. Gut. Greifen wir noch so viele Bauern an, wie wir können. Den greifen wir wieder an. Oha. Das sieht nicht gut aus. Ja, das sieht immer noch nicht gut aus. Er hat mir zu viele Bauern. Und auf A8 kann ich auch nicht. Oh, denn hier vielleicht nochmal. Jetzt gibt es nur noch Schummeltricks. Hier kann ich nochmal schummeln. Den kann er noch nicht rausnehmen. Deswegen werde ich erstmal den hier ziehen. Sollte aber den König jetzt zur Seite ziehen, habe ich ein Problem. Ich darf mir wieder was Neues überlegen. Ach, wie schön. Ja, da hängt der nächste Bauer dann. Hey, wie wär's mit Patt? Komm, lass uns auf Patt spielen. Ja, das mache ich jetzt. Ich spiele auf Patt. Oder er könnte auch sich nochmal dazu entscheiden, den Bauern rauszunehmen. Nein, das leider nicht. Gut nach. Den hier sollte ich jetzt nicht ziehen. Oh oh. Ich glaube, da gehe ich matt. Oder auch nicht. Ich stehe auf jeden Fall schon mal günstig mit dem König in der Ecke. Da lässt sich schon einiges mit anstellen. Vielleicht sollte ich den Läufer nochmal in Sicherheit bringen. Den brauche ich noch eine Weile. So, jetzt hier, zack. Da ist mein letzter Läufer auch schon flöten gegangen. Jetzt brauche ich nur noch einen Plan, wie ich mich patt setzen lasse.
Das reicht noch nicht fürs Putt. Denn halt auf diese offene Linie. Ja. Dann hierhin. Und hierhin. Ah, puh, FIFA. FIFA, ich weiß doch nix. Oha, ein Schach. Jetzt kann sich die Dame wünschen und jetzt ist es wohl vorbei. Ja. Und Patt, sehr schön. Also wer es noch nicht gesehen hat. Gut, das war eine Trickser-Variante, die ist. Ja doch, was soll ich lügen? Ich habe das so beabsichtigt, aber das war doch glücklich. Hat er nicht gesehen, das war die Zeitnot. Und ja, habe ich das wenigstens auch mal in einem Video drin einpatt. Gut, dann sehen wir uns gleich bei der Analyse der ersten Partie. So, hier die erste Partie. Ja, ich mit Weiß. Ne, Quatsch, Black K mit Weiß. Eigentlich sollte ich das Brett noch drehen. Ja, genau so. Und ich mit Schwarz, Black K mit Weiß und hier. Das wurde ja jetzt einigermaßen moderner, glaube ich. C4 ist eigentlich sehr interessant, der Zug. Aber ich baue mich halt hier drachentypisch weiter auf. Hier. Drachenkopf, Drachenschwanz oder andersrum. Der Läufer wird fehlinsertiert. Ich habe mich einfach ganz normal entwickelt. Wusste natürlich wieder nicht, wie ich spielen sollte. Er rochiert und ich mache einfach Springer B6. Quatsch. Seine beiden Springer haben ja auf diesen Punkt hier gezielt. Das habe ich jetzt erstmal unterbunden. Er spielt F3, stützt seinen E4-Bauer noch. Ich hole meine Dame erstmal dazu. Er auch seine Dame. Hier hat er dann den Läufer und die Dame aufgebaut, um hier vielleicht mal hinzugucken, um meinen Läufer abzutauschen. Und ich habe meinen Springer ins Zentrum geholt, um diesen Bauern mal anzugreifen. Dabei habe ich natürlich was essentiell Wichtiges übersehen, nämlich dass er den nicht so decken muss. Und ich habe ihn einfach rausgenommen. Und nachdem er Springer dorthin gespielt hat, hätte ich wahrscheinlich meine Dame noch retten können, indem ich einfach nur hier hingehe. Aber ich war halt gierig nach Bauern und habe den auch noch genommen. Und die Quittung habe ich dann bekommen, als er erst nochmal die Dame angegriffen hat und nochmal die Dame angegriffen hat. Und schon hatte meine Dame kein Feld mehr. Und dabei habe ich es dann auch belassen lassen und aufgegeben. Naja, das waren meine drei Matches gegen Black K. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!